Mein Name ist Gerhard Urschler, ich bin der Feuerwehrkommandant von Krems an der Donau. Wir sind heute von den Angehörigen eines 89-jährigen Mannes alarmiert worden. Dieser ist bei einem Badeausflug untergegangen und von der Strömung in der Donau abgetrieben worden. Zufälligerweise war die Hauptwache voll besetzt nach dem vorhergehenden Wohnhausbrand. Wir konnten unverzüglich ausrücken, haben einerseits unsere zwei Boote besetzt und andererseits mit Suchtrupps sofort das Ufer begonnen abzusuchen. Parallel zu den Einsatzkräften der Feuerwehr ist das Rote Kreuz, die Polizei, die Schifffahrtsaufsicht und die Wasserrettung in Einsatz gegangen. Die Suchaktion am Ufer mit den Kräften der Feuerwehr und der Wasserrettung war bisher ergebnislos. Wir haben daher jetzt Feuerwehrtaucher eingesetzt. Im Hintergrund werden wir auch von einem Hubschrauber der Polizei unterstützt.
draußen bleiben, ja.